Du meinst so ein MR-Kupferböse in die Kamera guckt? Ja. Deswegen versagt er auch ständig. Er haut ab. Schön. Weil du keine Susi. Yay, gewonnen. Das war nicht Brötchenkeks. Yay. Er freut sich etwas Keks. Nimm etwas Keks. Ich liebe diesen Spruch voll. Voll der geile, voll der geile Übersetzungsfehler. Boah, geiler Drogenhimmel. Was der auch immer auch. Ist ja noch dieses Peace-Symbol. Naja, liebe Flower Power und so ein Scheiß. Wie war das nochmal als Grundprinzip? Er muss seine Waldfreunde retten in den ganz alten Games. Was ist denn das jetzt für eine Welt? Lego-Welt? Frag mich nicht. Du bist in Legoland gelandet. Oh mein Gott. Porno World. Was zur Hölle? Das sind für Dinger. Oh mein Gott. Klöten of Doom. Das wird ja was. Oh Gott im Himmel. Sag mir nicht, dass ich den Scheiß jetzt auch mach. Was? Toy Kingdom? Oh das Gott. Ist gleich Werbung für Kingdom Hearts. Von wegen. Ich bin in Disneyland. Sag ich doch. Gleich Werbung. Muss ich jetzt Goofy töten? Ich hoffe. Was zur... Oder du musst nur deine Hose anziehen. Noch schlimmer. Jetzt kam gerade bei mir noch ein Glitch von deinem... Kampf gegen Eggy rein. Ich freue mich, wenn ich einen neuen habe, dann kann ich meinen alten zusammenschlagen. Tassenkarussellfahrt, Riesenräder, wo zur Hölle bin ich hier? Legoland. Hilft mir. Ich bin in der Püppchenhölle gelandet. Musst du alle Lego-Teile zusammensetzen. Ja, bau dir deinen eigenen Eggy-Bot zusammen. Genau. Halt, halt, halt. Sicher ist sicher. Speichern. Save Point. Moment mal. Der Pfeil geht nach unten. Wieso geht der Pfeil da unten? Ich komm doch gerade hierher. Ich weiß es nicht. Wie? Was? Wo? Ich muss da unten. Okay. Ah, nein, das sind diese blöden Klöten. Klöten auf Doom. Nein! Klöten! Kriegen wir jetzt ich eigentlich... Ich schüttel den Kopf. Boah! Musst du nicht langsam mal ein neues Video aufnehmen? Hä? Musst du nicht langsam mal ein neues Video aufnehmen, oder? Nö, schneid mir die zurecht. Ah, ich mach das immer einzeln. Ja, dein PC ist auch leistungsschwächer als meiner. Aber sowas von. Boah. Diese Boxen sind ja wirklich fies. Mhm. Clowns. Clowns? Ich hasse Clowns. Die erinnern mich irgendwie an Jumpman. Wieso? Da war auch so eine Spielzeugwelt, oder nicht? Oh Gott, erinnere mich nicht an die Dinger. Ich weiß genau, was du meinst. Schachtelclowns. Du meinst diese riesen Zahnräder-Clowns. Was? Zahnräder-Clowns? Ja, die sind doch auch... Sind die nicht auf so Zahnrädern galoppiert, oder? Meinst du das, was ich mal erwähnt habe, oder? Ich hab's auch mal angespielt und probiert. Ich mein, das waren so Zahnrad-Dinger, oder? Ach, das hab ich mal erwähnt, wo ich mal ein bisschen angespielt habe. Ach so. Ja, ich meine jetzt aber von, Punk Royale, das Jumpman, die Sprungfeder, die Welt. Oh Gott. Ich hab gerade hier gerade keine Peilung, was ich machen soll. Ich auch nicht. Komm her, Knuckles. Knuckles. Ja, tu mich auch, Knuckles. Das ist die Power of Verwirrung. Ich glaube, das ist eine Drogenwelt. Guck mal, die ganzen Farben. Ja. Farben. Was sollen die Raketen da? Kannst du da rein? Ach so, kannst du dich festklammern. Jetzt setzen wir uns alle in die Ecke und singen Puff the Magic Dragon. Smoke on the water. Ja. Smoke wird es geben, aber bestimmt nicht im Wasser. Ne, nicht nochmal. Diese Boxen sind sowas von schwul. Ja. Nein, ich muss auf das Riesenrad. Ich will nicht auf... Was? Spielzeugsoldaten?
Gott. Wer denkt sich so ein Scheiß aus? Natürlich Eggy. Wieder die Klöten auf Doom. Ja, yeah, ich stehe auf Klöten. Moment. Was? Nein. Was war das? Nein, 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 nein. Das habt ihr nicht gehört. Das habe ich nicht so gemeint. Zu spät. Du hast Eier. Ich mag Eier. Schon wieder so etwas. Ja, der Spruch ist aus dem Film oder Spiel. Ich weiß nur nicht mehr aus was. Ihr habt alle gehört, er steht auf Eier. Und wo kam das nochmal vor? Ich glaube bei einem von den Orga 13 Crazy Teilen. Genau. Oder? Nee, nein. Ja. Ich hab den nicht gesehen. Im Original ging das ja so. You have balls. I like balls. Ich weiß es nicht. Ich irgendwie auch nicht. Moment, Moment. Da lang, Pfeil. Diese Welt verwirrt mich. Hilfe! Bin ich hier gelandet? Wie macht denn der Hintergrund ganz irre? Ich weiß nicht, bin ich hier auf der Neverland Ranch gelandet? Kommt jetzt gleich Michael Jackson vorbei und vergewaltigt Tails? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Das wäre eigentlich mal der krönende Abschluss. So als Secret Ending. Eggy besiegt, du suchst nach Tails und irgendwo in der Ecke. Nein, nein, bitte nicht, Herr Jackson, nein! So ein Easter Egg. Scheiße, ich bin tot. Und ich weiß nicht wieso. Typisch. Komm, ist Michael Jackson in bei der Sache mit dabei, schon geht alles schief. Ja. Ja, Eggy, wir wissen, dass du ganz toll Knöpfe drücken kannst. Ja, jetzt klaut er mir meine Sprüche. Laut. Er kann auch so toll Knöpfe drücken. Das ist auch das Einzige, was er kann. Ja. Cola. Yay. Oh nein, das war schlecht Werbung. Trink Cola. Discount Cola. Genau. Und trinke natürlich auch Discount Energy Drinks. Genau, nee, besser nicht. Also ich bleib dabei, Tails ist mir einfach sympathischer. Also ich mag Knuckles. Knuckles lieber. Knuckles ist schwul. So schwul wie. Wer hätten ihr gerade gesagt, er mag wird? Ja, schau dir den Igel an, der ist ganz begeistert davon. Ich rate mal, ich darf den Scheiß komplett neu machen. Moment mal. Was mir gerade auffällt, unser Let's Plays ist tot. Ja. Ich könnte theoretisch Save States benutzen und mache es nicht. Wenn das ja keine Fairness ist, dann weiß ich auch nicht. So fair bin ich. Oder du bist einfach zu doof, um das zu machen. Nein, ich bleibe bei fair. Edelmütig, heldenhaft. Oder du findest dir einfach den Knopf nicht. Oder ich hab einfach keinen Bock, die Aufnahmen zu versauen, indem ich ständig nach diesem Schalter pumpe. Würde ich auch sagen. Nee. Hingefallen. Hat du Bums gemacht? Hast du jetzt einen blauen Fleck? Haha. Weißt du, was ich mich frage? Was ist das? Mit was verdient Sonic seinen Lebensunterhalt? Weiß nicht, vielleicht verkauft er die Ringe, die er einsammelt. Ja, das ist dann die nächste Frage. Wer zur Hölle verliert so viele Ringe? Irgendjemand, der ein großes Loch in sein Portemonnaie hat. Oder anders gefragt, wer kauft so viele Ringe? Irgendein Typ, der sehr viele Scheidungen hinter sich hat. Okay, ja, das könnte hinhauen. Oh mein Gott. Kann niemals heiraten. Wir sind in Wahrheit der Herr der Ringe.